Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Pokémon Black. Hallo. Ich wollte sagen, ich sage jetzt nicht schon wieder mit Roxy, das kennen wir mittlerweile. wir haben das letzte Mal in der Arena-Leiterin. Ach, in der Arena-Leiterin waren wir das letzte Mal. Genau, wir waren in ihr drin. wir haben das letzte Mal in der Arena aufgehört und haben jetzt vor, die Arena-Leiterin zu klatschen. Gott, jetzt kommt die Lebensweise des Flowing. Ja. Ah, das ist ja schon mal spannender als die Lebensweise des Magimus. Ja, das stimmt. Beides nicht super spannend, aber schon mal interessant. Ja. Es muss noch dazu gesagt sein. Ah, du hast recht, Aloe. Okay. Ja. Wir haben nicht trainiert. Wir machen das jetzt direkt so. Ich glaube fast, dann nehme ich aber nicht Elisabeth nach vorne, sondern direkt irgendwie, Wir nehmen das doch nach vorne, das ist dann, weil es ist blöd, wenn du ganz am Ende, wenn du dann bei den Pokémon auf Level 20 bist, dann noch ein Pokémon hast, das quasi das Schwächste aus deinem Team ist, das auch scheiße. Ja, okay, dann lasse ich es vorne. Da ist sie. Mutterseelen allein. Jetzt so einen schönen Buschelkopf. Ja, und doch so eine... So eine breite Hose, so, ja. So wie in. So wie die Hippies. Ja. So, los geht's. Drink spaziert, lieber Herausforderer. Oh, wolltest du lesen? Verdammt mich. Nö. Gut. Was? Die labert ja gar nicht so viel. Andere, die halten immer erst einen richtigen Vortrag. Ausnahmsweise mal nicht. Super. Direkt Bam machen, ne? Genau. Okay. Ne, ja, der hat doch einen Yorkler vorstellen. Ja, Terry Bark und noch ein, die Weiterentwicklung von Nagelotz. Ja, genau. Okay. Das wird witzig. Ah, scheiße, ey. So. Ja, geil, auch noch voll der Bedroher von Anfang an. Warum hat unser Terry Bark das denn bitte nicht? Vielleicht hat's das ja und wir haben's noch nicht bemerkt. Und gleich schon mal Angriff senken, als ob wir ewig... Wir ziehen doch sowieso schon so wenig ab, ey. Ja, klar. Wollen wir die Aufnahme doch mal neu starten? Vielleicht, ja. Na, immerhin hat er sich schon ein bisschen selber verletzt, ne? Scheiße, nein. Wir gehen nach dem Kampf einfach trainieren, wenn wir jetzt verlieren. Ich gehe davon aus, dass wir es verlieren, von daher gehen wir danach trainieren. Bist du motiviert? Du bist voll positiv beeinflusst. Das ab. Boah, wieso darf der denn immer anfangen, ey? Ja, weil der auf einem höheren Level ist und mehr Initiative hat. Ja, aber warum denn immer mit Bodycheck, ey? Gott, ne? Doch logisch, dass man die Attacke nimmt, die am meisten abzieht. Ja, das nehmen wir immer, aber die müssen doch immer Silberblick und sowas nehmen. Das machen wir ja leider nicht immer. Na, weißt du was, wir fangen uns gleich ein Epic-Kampf-Pokémon, nutzen das hier einmal und dann schmeißen wir das weg. Ich glaube, da gibt's ja keine Kampf-Pokémon. Doch, die haben da eben, die eine hat gesagt, da nebenan direkt im Wald oder so. Okay, ich weiß aber nicht, ob man da schon reinkommt. Ja, aber sonst würden die das doch nicht erwähnen, oder? War in dem Wald nicht, musste man in dem Wald nicht irgendjemandem helfen? Ich weiß es nicht. Was mache ich jetzt? Entweder Grasmixer oder Trank? Ich mache einen Grasmixer. Ich wollte auch sagen, ich mache einen Grasmixer. Das war wahrscheinlich gleich das Falsche. Ja. Wir besiegen die ja eh nicht, von daher können wir auch, wir brauchen auch keinen Trank. Du bist so positiv. Die Chancen sind doch wohl sehr gering, dass wir die noch besiegen. Ja, Mama, wir machen das Epic viel fertig. Guck mal, wie gut das läuft! Ja, und gleich sind wir tot, ne? Sag mal. Heimzahlung, was ist das denn bitte? Nettes scheinbar, ne? Nee.
Aber trotzdem. Hört sich an wie eine Unlichtattacke. Ja, irgendwie schon. Aber guck mal, Grasmixer zieht ganz schön was. Oh, und jetzt setzt du wieder einen Superkrank. Ey, dann klatsche ich dir so was vor. So. Yay! Ja, ist schon mal eins. Ja, schon mal eins. Hey! Wir will absehen. Wir müssen auch was, das nicht zu stark wird, ne? Weil sonst gehorcht es nicht mehr. Warte, ich guck mal, ob wir jetzt nicht irgendwie noch einen Beleber oder sowas haben. Ich glaub nicht. Ich glaub so nicht. Nee, wenn wir was gefunden oder gekauft haben, war es ein Pokéball oder ein Trank oder irgendwie ein Aufwecker. Ich meine, wir haben mal einen Ach scheiße, ich glaube, das war der Aufwecker, den ich gefunden hab, ne? Ja. Ja! Ja, scheiße, Leute! Gut, Immer drauf mit Bodycheck, ne? Ja, oder bis? Nee, mach Bodycheck. Ja, klar, dass wir auch mit Instant gehen, ne? Quatsch, okay, zieht das auch wieder nicht ab. Oh, es hat Hypnose abgewehrt, Gott sei Dank! Aber wir hätten hier einen Aufwecker gehabt, von daher. Ja, das stimmt auch wieder. Also dafür sind wir vorbereitet. Ja, geil. So süß, was wir mit Klatschen mal den Hypnose immer ab. Boah, komm, noch einmal. Das muss jetzt. Nein. Oh Gott. Ja. Nein. Ich nehme jetzt einen Trank, ich sag's dir. Wir sind so kurz davor. Wie viel nimmt denn Wasser? Apfelwasser ist, glaube ich, 50. Oh, 50. Oh ja, wir nehmen Wasser. Oh. Gott, nee. Ich kann hier nicht mehr ruhig sitzen. Das ist so spannend. Nein. Pokémon ist nicht gut für die Nerven. Nee. Nein, nicht Beutel. Jetzt will ich es ja mal versuchen hier. Wahrscheinlich voll der Fehler, aber nun gut. Nein! Ich sag ja voll der Fehler! Ja, aber selbst wenn wir es wieder aufgeladen hätten, hätte ich auch nicht gebracht. Ja, guck mal, wir machen... Terry Bart geht jetzt tot, ne? Ich wüsste nur... Oh Gott! Aber gewonnen hätten wir, glaube ich, trotzdem, oder? Wenn wir gewesen wären. Oh Gott! Wir haben's! Aber ich muss unbedingt trainieren, du. Aber guck mal, ich hab doch gesagt, wir schaffen das. Ja, wir haben noch 4 KP. Ja, egal, wir haben's. Schande, ey. War so gar nicht knapp, ne? Nee, gar nicht. So gar nicht. Scheiße, nee. Okay. Grundorden. Bis Level 30 gehorchten sonst jetzt. Super. Ach, Heimzahlung war ihre Epic-Attacke. Okay. Ja, guck mal, das hätten wir gebraucht! Ja. Okay. So. Schatz. Ach du Scheiße, die sind liiert? Oh Gott. Alles klar. Der Professor sieht ja auch, der Direktor da sieht auch irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Ja. Man sieht die Augen gar nicht. Aber das sieht man ja meistens bei denen nicht, ne? Das sieht total doof aus. Ja. Das ist wie bei Detektiv Conan. Wenn er irgendwas Böses vermutet, dann sitzt seine Brille auch immer so undurchsichtig. Ja, genau. Und die schon wieder. Oh, schon wieder voll aufgebaut da. Ja. Und gleich machen sie wieder den Chica Walk nach draußen. Den nehmen jetzt den Dino-Kopf mit. Oh, was wollen die denn damit? Ich weiß es auch nicht mehr genau. Oh, Wolke! Plasma! Plasma! Alles klar. Ah,
Und der Typ nicht, oder was? Nee, den wundert das nicht. Nee. Ja, hau doch ab. Ja, guck mal, der hat's gar nicht gecheckt. Das fällt mir früh ein, dass man die verfolgen muss. Ja. Schon über alle Berge. Oh, wir müssen sie mal verfolgen. No. Ich finde das aber cool, dass man bei dem Spiel so viel mit den Arenaleitern zusammen macht. Ach hier, das ist doch... Ach nee, soll ich jetzt spoilern? Lieber nicht. Aber du weißt, wen ich meine, ne? Ja. Gut, dann ist er das, ne? Ja. Gut. Okay, gut, dann hat sich's ja erledigt. Aber es ist auf jeden Fall der Gay-Typ, den ich meinte. Fanny, was ist denn für ein Name? Arti. Ich find den cool, ich mag den. Das geile Stück. Oh, die schon wieder. Oh nee. Und er jetzt auch noch. Toll. Das ist voll der Massenauflauf, wenn da drei Leute stehen. Ja. Kennst du diese zwei Racker? Oh nein. Naja, jetzt muss man in den blöden Walter rein. Da kann man einen Monmen fangen. Das wollen wir nicht. Doch. Nein. Monmen. Beziehungsweise auf Deutsch für euch ein Baumboll. Das ist auch kreativ. Dann haben sie einfach nur Baumboll umgedreht. Wie ist was umgedreht? Baumboll haben sie zu, beziehungsweise Baumboll haben sie zu Baumboll gemacht. Haben sie einfach nur die beiden Buchstaben verdreht. Ach so, Baumwolle. Ja. So. Yay, ein Item war da. Yay! Also sprich ein Detektor eigentlich, so wie es früher hieß. Hieß das vorher so? Ja, Detektor. Okay. So. Und weißt du, was wir jetzt machen? Hm? Wir gehen ins Pokémon Center. Das ist eine gute Idee. Oh nein. Dup-di-du. Ich weiß gar nicht, müssen wir jetzt eigentlich gleich oben oder unten lang? Ich habe keine Ahnung. Also, er geht durch den einfachen Weg, die Straße entlang, und wir müssen durchs Unterholz latschen, wo 500.000 verschiedene Trainer warten und sonst viel Gras. Ja, ist klar. Wie das halt immer ist bei so. Ja, wir müssen immer den Scheißweg nehmen, ist doch klar. Ah, oh, nein. So. Okay. Hoffentlich kommst du bald wieder auf uns. Auf jeden Fall kommen wir wieder. Ja, so oft wie wir da hinkommen. Wir sehen uns doch mal wieder, die Frau. Und wir werden uns nicht vermissen. So. Ja, toll! Du sagst gar nichts. Oben lang. Ja. Oh. Ich hab grad überlegt, wo man lang muss, darum habe ich nichts gesagt. Also. Ich hab nur gesehen, du läufst gegen eine Wand und ich dachte, okay, wo ist man sonst? Scheiße. Okay. Da muss ich irgendwie gerade an das eine Video, was ich dir gestern geschickt habe, denken. Von, wie heißt denn gleich? Smosh? Ja. Wo diese Ash verarscht, diese Pokémon verarscht da mit Ash, wo der versucht hat, die Aufmerksamkeit des Trainers auf sich zu ziehen. Ja. Hä? Jetzt bereite ich mich vor und jetzt will die nicht mal. Hallo, du Trainer auf Wanderschaft. Ja, yeah, ein Geschenk. Zertrümmerer. Das ist kein VM mehr, das wundert mich irgendwie. Ja, mich auch. Ja, super. Ja, super, ey. Oh, ne. Ich kann doch nicht davon ausgehen, dass man das so vorläuft. Ja. Oh Gott, ne. So, was mit dir hier? Die steht da auch nur zur Dekoration. Ja.
Findest du deinen Weg in den ewigen Wald? Der ist einfach der Weg. Du musst einfach nur die ganze Zeit nach oben latschen, wenn du nicht durch Unterholz latschen musst. Ich glaube, die hier. Ach, die hielte ein. Die heilte ein. Fail. Ja. Egal. Soll ich da runter? Ich glaube, da waren gar nichts Besonderes, ne? Da waren noch nur Pokémon. Ich weiß es nicht. Nee, da waren. Ich kann mich nicht daran erinnern, das ist schon so lange her. Ich glaube, da. Na. Moment. Dupdidu. Der erste Pokéball. Ja, genau. Ja, hier, guck mal, Äther, kann man den mal gebrauchen? Ja, das stimmt. So, das ist aber so viel. Oh. Durch! Ah, das ist doch Trainer. Wobei, aber ich glaub nur diese paar Schulkinder da. Schüler. Kann ja nicht schaden, die Pokémon müssen eh trainiert werden. Ja. Deswegen habe ich schon extra Elisabeth nach vorne gesetzt. So. Sagst du mir mal dein Pokémon-Team? Ach, ich guck's mir jetzt einfach mal an! Alles klar! Komisches Kind. Gretchen! Oh, guck mal! Oh, guck mal, wie süß das ist! Bin das scheiße, wie das ist! Boah, sag mal, Wormball ist voll epic! Das soll nicht! Doch! Vor allen Dingen dann noch die Weiterentwicklung, Elfun. Nee. Ja, doch. Das ist bestimmt voll schwach, das Vieh. Ich will das nicht. Ich wette, das hat nur voll wenig Dings. So voll geringen Statuswert im Endeffekt. Dann muss ich das nicht haben, wenn wir andere coole Pokémon haben können. Naja, bald kriegen wir unser erstes, was auch richtig zum Team gehört. Ja, in der Wüste, ne? Ja, Symbolare. Da kommt noch der Wald und dann kommt die Arena, also die Stadt da, Stratos City. Ja. Und dann kommt die Wüste, glaube ich, schon. Okay. Und dann müssen wir nur noch eine Stadt machen und dann müsste da irgendwie eigentlich auch bald schon diese andere Höhle kommen, wo man das... Zaplang, also beziehungsweise die, die Vorform. Genau. Dieser kleine Fisch da! Genau. Ich hoffe, dafür braucht man keine Angel. Weil sonst müssen wir mal suchen, wo die Angel ist. Ich glaube aber nicht. Sonst wäre das jetzt echt fail. Ja, oder man braucht Surfer oder sowas. Ich guck mal gerade. Ja, und ich spack hier gerade ab. Du schaffst es. Ich wechsle. Boah, ich hab Durst. Jetzt nicht. Jetzt nicht! Halb am Verdursten! Jetzt nicht! Und man hat richtig große Chance, dieses Pokémon zu fangen. Da steht, Elektrolythöhle, 1% Chance im ersten Untergeschoss und 10% Chance im zweiten Untergeschoss. Also wir werden da ewig nach dem Viech suchen. Ach du Scheiße! Das hätten wir uns vielleicht mal vorher angucken sollen! Leicht. Ja, aber das Vieh ist voll, ja, das ist richtig gut. Vor allem, weil das dann, ja, das ist Elektro und hat dann noch zeitgleich dann, Schwebe. Ja. Das wird. Klingt trotzdem. Aber steht nicht dabei, ob man, also wenn man surfen müsste, würde es dabei stehen, aber von der Angel steht da nicht. Aber eigentlich würde es doch auch dabei stehen. Eigentlich schon. Ich kann ja mal gucken, wo es die Angel gibt. Ja. Ich spacke hier nämlich gerade mir gegen das Baumball ab. Oh nein. Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist gerade voll geheult fast. Ey. Bäh. Ah. Ich fass es nicht. Doch. Muss auch mal sein. Du kleiner Fail ist im Ort. Wir failen schon die ganze Zeit.
Ja, ist klar, ist auch noch voll die Stachelspore. Oh, ne. Ja. Genau. Man kriegt irgendwie die Angel erst, nachdem wir in der Liga waren. Also. What the hell? Echt? Ja. Okay. Gar nicht Panne? Nee, gar nicht. Sonst kriegst du gleich vor der Liga drei Angeln immer Ja, ist echt so. hinterhergeschmissen? Gott, nee. So. Aber Wat? naja. Liminip? Ich habe gerade keinen Plan, was das ist, aber es hört sich irgendwie wie ein Käfer an, finde ich. Ja, also irgendwie Pflanzekehr. Ich glaube, ich weiß, das ist dieses eingewickelte Vieh. Also dieses Grüne mit so Käfer. Vieh Aber so. das ist Strawickel. Ach ja, scheiße, das war Strawickel, genau. Lilmini könnte. Ist das nicht auch so ein Vieh, so ein Rosenviech oder so? Keine Ahnung. Aber stimmt, das andere war Strawickel. Der Name ist auch total bescheuert, wenn man darüber nachdenkt. Ja. Was, Strawickel oder Lilminip? Und Ach, das Strawickel. gibt's ja auch noch. Okay. Das mag ich auch nicht. Ich habe irgendwie fast eine prinzipielle Abneigung gegen Pflanzen gefunden. Die einzigen, die cool sind dieser Samen, Ja. Serpipeo oder Serpipoi und Tropius, finde ich. Und die anderen sind alle irgendwie doof. Gott, wer war denn nochmal Tropius? Ach, jetzt weiß ich wieder, jetzt habe ich es wieder. Ist Ja, dieser. dieser halbe Dinosaurier da, ne? Genau, mit den ganzen Pflanzen. Ja, dann weiß ich's. Auch da habe ich so eine Palme. Ja, dann weiß ich's. Aber dann war das in der Situation. Edition, die ich damals nicht gespielt habe. Ja, Saphir und Rubin und Smaragd war das. Ja, dann kenne ich es nur vom Bild her. So. Das war auf jeden Fall cool. Boah, ich spack hier voll ab. Ich finde Egelsamen ist ja eigentlich voll die gute Attacke, ne? Die ist Ja. voll hilfreich. Aber wenn die gegen dich eingesetzt wird, dann sowas von scheiße. Ja, das stimmt. Aber es ist tot. Ja. So, ganze 74 EP. Ja, Wahnsinn, ne? Und 52 Pokédollar. So, jetzt erstmal hier oben hin. Irgendwie wäre ja voll gemein, dass wir so kleine Vorschüler ausrauben. Ja, sind die selbst schuld, wenn die. What the hell? Nein! Du Legerin sollst mir da nur heilen! Naja, aber eigentlich ein Psycho, das kriegen wir ja jetzt nun schnell. Ja gut, nicht mit Illeseba. Versuchen kannst du es trotzdem. Nein. Brauchst du ein Stück? Nicht, es wird ja eh gleich aufgeladen, ne? Nein, das soll EP kriegen. Okay. Ach, Terry Bark. Nee, Das ich kann nehme Biss. Soda. Das kann aber Biss. Ja, aber Soda kann Schlecker. Aber Biss ist cooler als Schlecker. Ja, sag mal, wollen wir jetzt leveln oder wollen wir nicht leveln? Doch, aber Schlecker ist uncool. Nicht so wenig Kopf. Ja, ich weiß! Kannst du mal den hättest du mal Terry Bark genommen, ja? Der ist nicht tot. Ja, guck mal, Terry Bark hätte voll den Zustrahl abbekommen. Was willst du? Soda hat das abgefangen. Oh nein. So. Mach jetzt Hubs hier. Begrenzer. Versiegelt die Attacken des. Alles Alles klar. klar. Ich glaube, das muss man einfach so akzeptieren. Hat jetzt irgendwas blockiert hier? Also es gibt irgendeine Attacke, bei der kann man die gleichen Attacken nicht zweimal nacheinander einsetzen. Was war die, glaube ich, nicht? Hm. Ich glaube, sonst hätte der jetzt auch schon gemeckert, wa? Ja. Oh Siehst du? nein! Der hätte es überlebt. Siehst du mal. Oh nein! Jetzt, oh nein!
Sag mal, wir sind heute von Pech verfolgt. Irgendwie schon. Ah, ah. Oh nein. Ja, ist klar. Jetzt haudert Vieh. Ja, danke. Gott, ne. Gut. Oh. Ja, hier, siehst du? Gott, was für ein Unterschied. Terry Wag 19, Elysée war 13. Egal. Ja, hier. Das solltest du von Anfang an machen. Das wollte sie aber nicht von Anfang an. Nee, die will erstmal wieder kämpfen. Okay, den einen Vorschüler da unten klatschen wir noch. Ja. Wo bist du denn jetzt da? Der rennt da so rum. Ja. Auf den Bahngleisen. Gar nicht gefährlich. Willst du meine Pokémon sehen? Ach, ich zeig sie dir einfach. Die sind hier drauf. Ein bisschen drei. Maxchen! Süß! Oh, und er setzt Kiesling ein! Ach du Scheiße, ich hab Elysée war vorne. Wir bezeichnen den Kater als Maxchen, aber als Kind ist das irgendwie. Fände ich das, glaube ich, nicht so geil. Wenn ich Max heißt, würde. Ja, dann wechseln wir mal auf Soda. Der kann's auch gebrauchen. Ich hab immer noch Durst. Du kannst ja gleich was trinken, hm? Ah. Ja, nun, hopp hier. Ah. Ich hasse das. Ah. So. Und wobei ich das dann Sturm fast noch schlimmer finde, weil man dann ja auch noch verletzt ist. Ja, und was dann ja so richtig mies ist, wenn das Pokémon, das Sandwirbel gemacht hat, Sandsturm, wenn das down geht und wenn du dann ja ein anderes Pokémon einsetzt, dann wird das ja mitverletzt. Ja. Das ist voll mies. Von daher, das Pokémon darf dann echt nicht down gehen, sonst hast du auch ein Problem. Vor allen Dingen, das zieht ja doch heftig viel ab, finde ich. So Sandsturm dann. Ja. Na, Level 14! Hey. Juhu! Ich weiß gar nicht, Elysée entwickelt sich, glaube ich, erst irgendwas im 30er-Bereich, oder? Warte, oder ich glaube erst 20. Oder auch so. Ja doch, wir kriegen es ja relativ früh. Ich guck noch mal kurz, was es hier unten gibt. Ich glaube, da hinten oben, da oben rechts, am Ende der Bahngleise war noch ein Item. Oh ja, stimmt, da bin ich ja dran langgespackt. Und da unten können wir noch weiter trainieren, ne? Voller Schadensfreude. Okay. Den da unten packen wir jetzt aber nicht mehr. Nee. Den machen wir beim nächsten Mal. Von daher machen wir jetzt hier einen Cut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!